Herzlich willkommen zu meiner kleinen Final Fantasy Sammlung. Hier ist schon mal ein kleiner Auszug, die jetzt nicht so unbedingt was mit der klassischen Serie zu tun hat, da kommen wir gleich noch zu. Hier haben wir Mystic Quest Legend, eigentlich ein sehr einfaches Rollenspiel. Es war ja wirklich konzipiert für die Amis, das ist ja nicht mal irgendein Gag. Das ist sehr einfach, der Gameboy-Ableger ist relativ nett. Final Fantasy Tactics für den GBA muss man auch nicht unbedingt kennen. Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 2 sind schon sehr solide Spiele, sollte man in seiner PS2-Sammlung haben. Da haben wir dann Chocobo Racing. Ja, das ist ein Rennspiel, das ist kein Witz. Dann haben wir oben dann noch so ein Kingdom Hearts-Teil, der jetzt auch nicht so gut ist. Dann haben wir da Final Fantasy, die Anime-Serie auf DVD. Auch die muss man nicht gesehen haben. Da haben wir noch ein Kingdom Hearts für die PSP. Und dann haben wir Final Fantasy, der Film. Ja, gut, grafisch nett, aber gesehen haben muss man ihn jetzt auch nicht als Cineast. Fangen wir mal mit den Klassikern an. Final Fantasy Origins. Da ist Final Fantasy 1 und 2 drin. 1987 erschien Final Fantasy 1 für in Japan, in den USA dann 3 Jahre später. Wir in Europa gingen natürlich leer aus, wie sie das gehört. Und da ist eben 1 und 2 drin. Sollte man kennen, ist Videospielgeschichte. Final Fantasy 3 ist ausschließlich in Japan erschienen, nicht einmal in den USA. Deswegen lasst euch nicht von dieser bekloppten Nummerierung wild machen. Da kommen wir aber gleich noch zu. Final Fantasy 3 erschien bei uns nur erst auf dem DS. Vorher nie. Also, da können wir uns wieder herzlich bei allen bedanken. Final Fantasy Anthology beinhaltet Final Fantasy 4 und Final Fantasy 5. Final Fantasy 4 ist in den USA erschienen als Final Fantasy 2. Bei uns sind natürlich weder 4 noch 5 erschienen. Warum denn auch? So, für Final Fantasy 4 gibt es jetzt mittlerweile, ich sag mal, ein Add-on oder ein Zusatz, die Four Heroes of Light. Das ist jetzt rausgekommen, das ist ganz nett, das Ding. Das kann man sich ansehen, das ist ganz okay. Jetzt kommen wir zum eigentlich besten Final Fantasy aller Zeiten, Final Fantasy 6. Das erschien eben in den USA als Final Fantasy 3. Und das gilt zu Recht als eins der besten Final Fantasy Spiele aller Zeiten. Das ist so das Krieg und Frieden der Videospielgeschichte. Muss man kennen, muss man gezockt haben. Und hier auch wieder herzlichen Dank an Square, Nintendo und wer noch so alles schuld dran ist, dass wir das jetzt erst bekommen. Oder beziehungsweise dann erst auf PlayStation bekommen haben und nie auf dem Super Nintendo. Kommen wir zum bekanntesten Final Fantasy. Final Fantasy 7. Das erste Final Fantasy, was auch jemals in Europa erschien. Links ist die PlayStation-Fassung, rechts ist die PC-Fassung. Die sind ein bisschen unterschiedlich, ist aber sonst eigentlich das gleiche in grün. Final Fantasy 7 ist das bekannteste Final Fantasy mit Sicherheit. Wird von vielen auch als das Beste bezeichnet. Hat allerdings, wenn man so nachsieht, und jetzt mittlerweile habe ich das Ding, glaube ich, dreimal durch, dann fängt es schon an, ein bisschen zu bröckeln. Dann merkt man schon, dass 6 besser ist. 7 ist aber trotzdem ein unglaublich guter Titel und war auch ein Grund, warum ich mir eine PlayStation 1 geholt habe. Neben Metal Gear Solid und eben auch Castlevania Symphony of the Night. Allerdings hat 7 etwas geschafft, was typischer Merchandising-Unsinn ist. Natürlich haben wir diese ganzen Geschichten, die auf 7 basieren. So, da haben wir dieses tolle Dirge of Cerberus, was nach meiner Meinung kein Mensch braucht. Advent Children ist ein ganz netter Film, aber trägt zur Geschichte, glaube ich, auch nicht viel bei. Einzig Crisis Core mit der Vorgeschichte von Zack für die PSP, das kann ich empfehlen, das kann man haben, das ist ganz nett. Hat auch schöne Kämpfe und auch schöne Cutscenes, ist wirklich ein sehr solider Titel. So, und nach Final Fantasy 7 kommt Spoonies Lieblingstitel, Final Fantasy 8. Final Fantasy 8 ist gar nicht so schlecht, wie er jetzt mittlerweile gemacht wird. Gut, die Figuren, da kann man sich drüber streiten. Die Squall-Story finde ich noch okay, die Laguna-Story finde ich zum Kotzen. Der Titel ist okay, wird zum Schluss ein bisschen irre, ist aber trotzdem ein sehr solider Titel und die Cutscenes sind genial. Und der Soundtrack, muss man ganz ehrlich sagen, ist schon fast legendär, der ist wirklich gut. Danach kommt auch wieder ein Game, was von vielen missverstanden wird. Final Fantasy 9, ich mach mal hier ein bisschen auf. Final Fantasy 9 hat sehr Anime-Charakter, Manga-Figuren. Ich sag mal so, da rennen halt eine Menge Cosplayer rum, so hat man das Gefühl.
Es ist ein toller Titel, es ist wirklich ein gutes Game, nur es wird natürlich, es wurde vollkommen missverstanden und die, die wahrscheinlich nur 8 gewohnt waren, waren natürlich bei dem Titel vollkommen schockiert. Trotzdem, gutes Game, hat Squaresoft alles richtig gemacht. Ja, und was nach 9 kommt, das wisst ihr ja. Jetzt kommen wir zu dem Teil. Final Fantasy X. Tolles Spiel, toller Sound, nervtötende Charaktere und teilweise Sequenzen, wo man sich an den Kopf packt. Kein Mensch mag Tidus. Wirklich niemand. Und da gibt es so viele Sachen, die... Boah, die mächtigste Waffe ist ein Blitzball. Das ist ein Volleyball. Hier hat Spoonie auch eine Menge darüber gesagt und da stehe ich mir hinzu. Das war, glaube ich, der erste Teil, wo ich angefangen habe, an Square unglaublich zu zweifeln. Und das ist bis jetzt dann noch. Aha, sie haben ja noch einen draufgesetzt. Final Fantasy X2. Ja. Wolltet ihr immer schon mal Sailor Moon das RPG spielen, dann habt ihr genau das, was ihr hier habt. Das ist ein nettes Magic, Anime, Girl, RPG, irgendwas. Das ist es wirklich, dafür ist es gut, aber das muss kein Final Fantasy sein. Böse gesprochen ist es besser als 10, aber es ist halt ein anderes Game. Es ist kein Final Fantasy, egal was die Leute irgendwie behaupten. Aber es geht ja noch schlechter. Final Fantasy 11. Das erste Massively Multiplayer Online Rolling Playing Game für das in der Final Fantasy Welt. Sie seht auch mit 2 Add-ons. Und das MMORPG ist scheiße. Es ist scheiße, es spielt keiner, es hat damals keiner gespielt, es war vollkommen über. So, dann hat Square sich wieder ein bisschen besonnen. Man sieht ja auch, da steht jetzt auch schon Square Enix. Final Fantasy 12 ist solide, ist okay, sieht ganz nett aus. Hat mir allerdings viel zu viele Anleihen an Star Wars. Deswegen kann ich diesen Titel auch nie wirklich richtig ernst nehmen. Und naja, solides Game, aber leider nichts Besonderes. Und natürlich braucht ein solides Game auch einen Nachfolger. Revenant Wings spielt auch in der Final Fantasy XII Welt. Das ist akzeptabel, aber ist jetzt auch nicht unbedingt legendär. So, Final Fantasy XIII. Sieht fantastisch aus, hört sich fantastisch an. Die Hälfte der Party ist akzeptabel, die andere Hälfte der Party geht einem nur auf den Sack. Es ist linear bis ins Letzte. Es hat fast gar keine Elemente mehr, wo man sagen kann, das ist noch ein RPG, das ist, es könnte auch ein Shooter sein. So linear ist das. Ich weiß nicht, was sie damit vorhatten. Weiß Square Enix wahrscheinlich bis heute auch nicht. Sieht toll aus, kann man in seiner Sammlung haben, aber ist kein toller Titel. Da sieht schon Final Fantasy 13.2 jetzt schon im Trailer besser aus als dieser Teil überhaupt. Also kann ich nicht empfehlen. Aber es geht ja noch weiter. Der Erfolg ohne Grenzen ist euch sicher. Final Fantasy 14 habe ich, glaube ich, irgendwie für, lass mich lügen, 5 Pfund, 6 Pfund irgendwo abgeräumt für den PC. Das ist auch wieder ein Massively Multiplayer Online Roleplaying Game. Und ihr könnt es denken, auch wieder totaler Mist. Also ich weiß nicht, was Square sich damit gedacht hat. Das wissen die wahrscheinlich selber nicht. Kein Titel, den ihr braucht. So, und dann gibt es noch ein paar schöne Geschichten, die man mal gesehen haben muss. Es gibt einmal Ehrgeiz, das ist ein Beat'em-up mit Cloud und noch ein paar anderen FF7-Figuren. Der RPG-Modus ist grenzwertig, den braucht er nicht. Final Fantasy Tactics hingegen, wer die Chance hat, es zu bekommen, Pflicht, 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 Pflicht. Es ist ein toller Titel, es ist so ein bisschen Fire Emblem, es hat eine tolle Geschichte, ist sicherlich fast schon an der Qualität von Final Fantasy VI. Kann man empfehlen, wie man sieht, da ist ein Teen-Rating, kam natürlich nie nach Europa. Warum auch, Freunde, ne? Wir sind ja nur blöde Europäer. Als nächstes kommt die Reihe, die grenzwertig ist. Es gibt dann die Crystal Chronicles. Eine Reihe, die ich nicht unbedingt brauche. Ich glaube, das sind die 3 Teile, die es dafür gab. Kann ich nicht ganz empfehlen. Wobei Ring of Fates ist noch in Anführungszeichen für den DS der sinnvollste. Der GameCube-Titel war mir einfach vollkommen unsinnig. Und der Wii-Titel von Echoes of Time versucht euch da auch eine DS-Version zu holen, weil die Wii-Version ist unter aller Sau. Dabei wissen die, glaube ich, selber nicht, was sie sich da mal angetan haben. So, um noch das abzuschließen, haben wir die beiden Dissidia-Titel, das ist der originale, das ist der neue. Und dann ein Game, was akzeptabel ist. Final Fantasy Crystal Bearers ist so ein Movie-Action-Adventure, irgendwas. Dafür ist es ganz gut, aber es muss auch nicht den Namen Final Fantasy tragen. Das muss man ganz klar sagen.
Dissidia sind die beiden Prügelspiele mit fast allen Charakteren. Bei natürlich dem zweiten habt ihr natürlich noch mehr als beim vorigen. Aber damit kann man leben. Die sind ganz nett. Die sind ganz akzeptabel. Die sind ganz okay. Als kleinen Rausschmeißer haben wir da noch was, was ich von irgendeiner Comicmesse abgeräumt habe. Final Fantasy 9 Tetra Master Card System. Falls irgendjemand mal das auch jetzt lebendig spielen will gegen menschliche Gegner, da ist Tetra Master. Das gibt's auch. So, damit will ich jetzt nochmal einen kleinen Schwenk machen und damit werde ich dieses Video beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke.